Ist da hinten? Springt da ein Leech? Ich meine ja, ne? Da ist, glaube ich, ein Blutegel gesprungen. Oder es war irgendwo so ein Grafikbug. Aber ich glaube, der ist da hin und her gesprungen. Ja, da hinten. Ist er jetzt? Cool. Hat man ja eigentlich versuchen zu bekommen. 52, das sieht doch schon nach etwas brauchbarerem aus. Gucken, was er tragen kann. Nix, nix kann er tragen, Arschloch. Steine schmeißen wir weg, Metall schmeißen wir weg, Holz schmeißen wir weg. Ja, 172 Kilo ist halt eben einfach nicht so wirklich viel. Jetzt kann er aber schon mal... Nee, Alter, der kann immer noch nicht laufen, obwohl er schon unten drunter ist. Kotz, 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 kotz. Ups. Guck mal jetzt, der hat... Ja, jetzt geht's aber. Ah, direkt mal nachher gleich auf Dings leveln. Gewicht. Er hat ja auch schon ein bisschen mehr Leben. 500. Ist immer noch so lala, sag ich mal. Aber ist besser als eben mehr. 200 oder 300 knapp. Tudons. Oh no, Alter. Wenn ich was hasse, dann... Jetzt kommt die ganze Tudon-Armee. Wenn ihr jetzt mir meinen Frosch schon holt, ey. Weil der schläft nämlich dann gleich ein, der Frosch. Wenn er das überhaupt überlebt, so lang. Oh, ne, und ein Sarko noch. Lass mich weg! Ich kann nicht springen, hat keine Ausdauer. Der Frosch ist tot. Dankeschön. Fick doch die Scheiß... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ey, was ist denn das für ein Trudon? Was gegen füttern? Dass ich nicht einschlafe. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Na, wenigstens noch ein bisschen Zement gelootet. Da liegt noch eine Mücke. Oh Mann. Das ist doch verflucht, Leute. Noch ein besserer. Oh, verdammt. Ja, jetzt wird es ruhig natürlich zu verdursten, ist klar. Weil ich mich so hoch geheilt habe mit dem Zeug. So, jetzt schläft er. Jetzt reicht's mal, aber jetzt hole ich mir das Sarko. Wo ist es denn? Keine Ahnung, wir haben es abgehangen. Ich könnte auch den holen, aber der ist halt auch schon ein bisschen krasser als ein Sarko vom Live her. Was hast du? 15, okay. Scheiße mit Ohren. Genauso wie du. Da ist der Sarko. Oh, ich habe ein Dings getrunken, wollte ich gar nicht. Nix. Nix für Oma hier geblieben. Uff. Dass die manchmal Versprünge machen mittlerweile. Dankeschön fürs Sterben. Es gibt mal gut Prime Meat. Reicht ja eigentlich schon. So, jetzt muss ich mal Frosch nur noch finden. Da ist er. Und bitte jetzt nichts angreifen, ey. Jawohl, mit Primate geht sogar der stärkere Frosch schneller. So, 59. Was? 59? Warum das? Dann hat der aber nicht... Der hat irgendwie Boni-Level verloren. Oder war das jetzt ein anderer Frosch? Ah, nee, Quatsch. Ja, paar 40, das kann schon hinkommen.
Ja, ein bisschen mehr Gewicht kann er tragen, aber auch nicht wirklich viel mehr. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Frosch. Suche mit Hindernissen war das hier. Aber ganz gewaltig. Ich will es noch nicht abschließen, weil noch sind wir nicht am Floß. Ich hätte ja auch noch gerne ein bisschen mehr Zement gehabt, als das, was wir jetzt haben. Da muss ich lang. Meine Güte, ey. Meine Güte. War das krass. Aber geschickt überlebt haben wir auf jeden Fall. Auch wenn es die Frösche nicht behaupten können von sich. Aber man kennt doch so ein paar Kniffe und Tricks mittlerweile, wie man dann das Ganze hier überleben kann. Oh nein, Raptor. Aua! Hau doch ab, ich mach da doch gar nichts. Oh fuck. Das Schlimme am Raptor ist jetzt gerade, wenn die kommen, ich habe keine Bola. Schlange. Oh, ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, ich hole mir hier oben erstmal ein paar Bolas noch. Das sollte eigentlich gehen. Stroh. Hier sind wir. Hier scheint es ja relativ safe zu sein gerade. Oder aber auch nicht. So, dann holen wir euch, an euch eben noch ein bisschen Zement. Drecksviecher. Wie viel Life hat denn der? Der hat sogar weniger Life wie eben der. Krass. Ich bin nicht mehr Glück gesegnet, auf jeden Fall. Oh, jetzt ab, Mann. Naja, 3 Stacks Zement haben wir, 3,5. Ich wollte eigentlich die Axt rausholen. So, müssen wir hier mal ordentlich Stein kriegen. Oh je, da fliegt doch wieder was. Ich kann nicht mehr machen. Was fehlt denn? Oh, Fasern. Irgendein Scheiß fehlt doch immer, Mann. Ich kann hier auch nichts mittragen mit dem. Wenn jetzt was angreift, dann ist er wieder tot. Naja, eine Bohle haben wir. Die muss herhalten jetzt einfach. Mehr geht nicht. Und ich laufe komplett falsch. Ich weiß auch gar nicht, wie tief ich hier drin bin. Hier war ich noch nie. Gefühlt. Ja, im Endeffekt waren wir erfolgreich, wenn wir den Frosch nach Hause bringen. Und wenn nicht und wir nach Hause kommen, dann waren wir auch erfolgreich, weil ja, ein Frosch kann man sich immer mal wiederholen. Naja, das sage ich jetzt nach dieser Tour, ne? Aber einen Frosch zu holen ist normal nicht so schwer, finde ich. Wie das hier gerade war. Erstmal einen finden. Gut, das kann immer mal Probleme rufen, dass man wirklich mal guten Frosch findet. Leider haben sie ja den 85er gekillt, die Scheißviecher. Das wäre ein Ding gewesen, den ich als in Ordnung empfinde. Das ist jetzt auch noch nichts besonders Gutes. Besonders gut fängt dann mit 100 an oder so. Bis zu 150. Aber der 85er wäre ja schon mal auf jeden Fall toll gewesen. Naja. Haben wir nicht bekommen. Hat Terry uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das doofe Vieh. Ich bin ja froh, dass es mich nicht getötet hat. Hätte auch können passieren. Ein Schlag durch die Rüstung durch. Und es trifft die nackte Haut. Dann geht's rapide bergab, wenn das ein Harry kommt. Terry ist echt übel. Und jetzt ist es hier auch echt übel dunkel. Bin ich richtig? Ja. Okay. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieser Nebeleffekt hier. Es ist nicht nur dunkel, sondern auch so, dass man die Hand nicht vor Augen sieht. Und das ist eklig. Das gefällt mir gar nicht. So, wir sind auf Kurs.
Jetzt muss er nur noch die Bootsfahrt überleben. Ja, zumindest haben wir schon mal 3,5 Stacks Zement. Das ist schon mal gut. Das reicht schon mal für den Fabrikator zu bauen. Ich gucke jetzt auch gar nicht erst nach dem anderen Frosch mehr, es ist immer zu dunkel hier. Wenn ich zufällig einen sehen würde, dann wäre es okay, aber daran glaube ich nicht. Ich hoffe, dass keine Schlange auf unserem Boot steht. Das war auch schon mal der Fall, als ich hier war, dass eine Schlange auf dem Boot gewütet hat. Da hatte ich aber Dinos auf dem Boot stehen, die hat sie angegriffen. Alle anhalten, alle passiv. Und ja, andersrum. Bevor ich jetzt irgendwas wegpacke, fahren wir weg hier. Ja, komm. Geh um. Genau. Wir müssen eigentlich nur ein paar Meter weiter. Raptor Klaus has arrived. Yeah. Ich werde auch gleich die Aufnahmereihe beenden. Ich muss auch ein bisschen in die Stadt gehen. Jo, ne? Ich glaube, wir fahren nur noch zum nächsten Ziel und dann höre ich dort auf. Und dann gucken wir, oder ich gucke, in der Zwischenzeit. Es ist nicht mehr weit bis dorthin. Gucke in der Zwischenzeit, ob wir irgendwie die... Wo ist denn der Raptor? Klaus? Da oben. Oh, der schmeißt Geschenke direkt über unseren Kopf. Boah, das wäre natürlich nice. Ich glaube, das versuchen wir jetzt noch in dieser Folge. Wir haben ja noch irgendwo eine Fackel, ne? Das versuchen wir noch, bevor ich beende. Wir könnten ja mit dem Frosch hin, aber der Frosch, der kann ja nichts tragen. Wo ist denn das Geschenk da oben? Das kommt eigentlich, glaube ich, sogar am Strand oder nahe am Strand runter. Das könnten wir bekommen. Ich hole mal noch Fasern und Steine, damit wir hier jetzt mal schnell Fasern, ja genau, Fasern, Stroh haben wir noch, ja, können wir noch ein paar Bolas bauen. Okay, dann schmeißen wir noch schnell irgendwas hier rein. Und zwar das ganze Material hier. Zack. Zack. Ja, was war denn das jetzt? Gerade weggefault oder was? Das hier. Das hier. Das hier. Alles mal weg hier. Die guten Sachen. Ja, die guten Sachen. Ja, komm, Steini machen wir jetzt auch mal hier. Nee, warte mal. Steini kommt hier rein, in den ganz außen. Zack. Und den Pokéball. Und das Betäubungsmuni-Zeug. Machen wir jetzt auch nicht. Dafür bräuchten wir noch mal ein paar Pfeile hier. So, okay. Los geht's. Da kommt's runter. Das kommt wirklich am Strand runter. Das kriegen wir auf jeden Fall easy peasy. Dann holen wir uns das. Oh, da ist ein Alpha. Ach du Kacke. Ja, easy peasy, ne? Ein 15er. Ich weiß nicht, ob wir den mit dem Frosch schaffen, mit dem schlechten Frosch hier. Jawohl, ein Pokéball. Oh, gute Arme. Boah, ja, ein Gemüsekuchen ist auch nice. Ist ja schon. Ich würde den Alpha Raptor gerne probieren. Dafür könnten wir aber den Frosch verlieren. Oder den werden wir sicherlich verlieren.
sei denn, ich würde den Alpha Raptor eine Falle locken. Die Arme hier, die sind, glaube ich, besser als die Eisenarme, weil die Rüstung ist zwar leicht schwächer, aber die Eisenarme haben hier 120 Dura und die haben 202. Das heißt, die Dinger halten auch länger. Und wir sind getarnt, ne? Das ist schon mal echt nice. Schmeiß mal hier rein, schmeiß mal hier rein. Steht der eigentlich auf dem Kochtopf, der Pistol Buffalo? Ja, anscheinend. Hier können wir mal die Mistel reinschmeißen und die Kohle, dann können wir uns auch vielleicht mal noch Skins machen. Ich muss aufpassen, nicht, dass der Raptor hierher kommt, während ich es nicht bemerke. Das wäre äußerst scheiße. Oh, nein! Ja, jetzt habe ich noch Feuer unterm Arsch gemacht. Wir gucken mal. Wir können ja vom Frosch auch schießen. Das ist der große Vorteil. Alpha Raptorschen. Lauf mal nicht so wild da rum. Ah, der jagt was. Boah, das wackelt wie ein saures Ziel. Er hat ihn, glaube ich. Ah, ich habe den Chibi vergessen auszurüsten. Warte mal, Kommando zurück. Ich müsste meinen Chibi ausrüsten, weil der kriegt nämlich dann die EP vom Alpha. Wenn wir ihn besiegen. Das sollte aber eigentlich klappen. Bin ziemlich sicher, dass wir den Alpha hier erledigen können. Wenn ich mich nicht ganz dumm dran stelle. Da, der Chibi, der Steini. Steht immer noch da hinten dran und frisst an dem, oder? Weil die fressen manchmal ziemlich lange an ihrer Beute und da kann man sie sogar dann ausschalten. Ich habe letztens einen gehabt, den konnte ich komplett mit der Armbrust oder mit dem Bogen sogar, ich weiß gar nicht, ausschalten, weil er ewig an der Beute rumgefressen hat. Aber den hier sehe ich gar nicht, ne? Von hier. Doch. Ja, der beißt noch drauf rum. Boah, aber das Treffen ist ekelhaft. Vom Frosch aus. Ja. Viel dazu. Treffen. Nennt man das. Nicht getroffen, immer noch nicht. Ey, ich sehe auch seinen Kopf nicht richtig. Er geht immer runter und hoch. Das ist das Problem. Ja, gerade ist er, glaube ich, runtergegangen, als ich abgedrückt habe. Verdammt. Aber auch kein... Jawohl. 500 Damage ist stramm. Das ist, weil ich den Kopf getroffen habe. Aber wie gesagt, es ist äußerst scheiß Schusswinkel. Das Ding wackelt auf dem Frosch. Jawohl. Je mehr wir ihm abziehen können schon, umso besser. Ah, verdammt. Ich glaube, ich mache gleich mal mit der Armbrust. Ich glaube, das ist einfacher. Die wackelt nämlich nicht so. Wenn da einmal die Schussposition... Nein! Geht der raus und folgt dem scheiß Vogelmann. Lol. Am Baum festgehangen, oder was? Der ist doch schon gleich tot. Ey, geh nicht zu meinem Boot, du Arschloch. Komm her. Jawohl, komm her. Kann eigentlich nicht mehr lange machen. Oder der Frosch ist gleich tot. Eins von beiden. Ach du Kacke. Ich bin im Wasser schneller, oder? Ich darf nur nicht hochkommen. Doch, kommt aber. Nee.
Ja! Nice, Mann! Huh! Das Inventar habe ich, glaube ich, schon, weil er hat nämlich keins mehr dabei. Der ist immer noch nicht abgebaut. Lol. Jetzt ist er abgebaut. Was habe ich denn bekommen? Nix. Ah, eine Alpha-Kralle. Nee, hat er nichts dabei anscheinend. Oder hat der Frosch was bekommen? Nee, auch nicht. Pff, fuck. Dreck. Drecksvieh. Das ist mies. 15er Raptor nichts bekommt. Ey, apropos, ich habe doch hier den Skin fürs Schwert. So, jetzt sieht das auch schön aus.